Nicht unverdient für Dreieich, oder? Die hatten klar die besseren Chancen. Müssen wir gar nicht drum diskutieren. Aber wir haben halt auch die Chance gehabt, einen dreckigen Sieg mitzunehmen oder mindestens einen Unentschieden. Da fehlt noch die Cleverness bei den jungen Spielern. Ich hoffe, das entwickelt sich noch. Grundsätzlich hat es in der zweiten Halbzeit vom Fighter gepasst. Die erste Halbzeit war Katastrophe. Ja, ich denke, es war ein schweres Spiel heute. Haben uns unnötig schwer getan, hatten eigentlich genug Chancen, das Spiel vorher schon zu entscheiden. Und ja, wie es dann halt so im Fußball ist, wenn du Dinge nicht machst, dann kriegst du halt aus dem Nichts dann irgendwie an das 1-1. Und ja, aber ich denke, zum Glück haben wir dann direkt das 2-1 nachgelegt und war wichtig. Und ja, ich denke, dass wir im Endeffekt auch verdient gewonnen haben, 3-1. Dreieich hat in der ersten Halbzeit, waren die ganze Zeit überlegen. Wir sind kaum ins Spiel gekommen, die haben uns gut unter Druck gesetzt. Wir haben versucht, durch lange Bälle ein bisschen hinten rauszukommen. War schwierig. Wir können eigentlich froh sein, dass wir nur mit 1-0 in die Halbzeit gehen. In der zweiten Halbzeit haben wir es etwas besser gemacht. Trotz alledem war Dreieich immer noch die überlegenere Mannschaft. Wir haben uns ein paar Torchancen erspielt. Mit etwas Glück könnte man vielleicht einen Punkt mitnehmen, aber im Großen und Ganzen ist es ein verdienter Sieg für Essen Dreieich. Nee, ist kein Pech, es ist einfach keine Konsequenz. Es geht nur um Konsequenz. Wie geil bist du auf das Tor? Und anscheinend sind wir noch nicht geil genug auf das Tor, ich weiß nicht. Da muss jeder in sich selbst hineinkehren und fragen, was er falsch macht. Ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht. Also ich hatte ja auch selbst 2 Pfostenschüsse und in der ersten Halbzeit waren es noch 2 oder 3 Pfostenschüsse. Und ja, vielleicht hat ja einfach die letzte Konsequenz dann gefehlt oder das Quäntchen Glück einfach dann im Abschluss. Aber ja, woran es dann genau gelegen hat, das kann ich leider nicht sagen. Nein. Also vom Pech kann man nicht reden, weil wir müssen ja immer noch sehen, wie viel Pfostenschüsse hat Dreieich gehabt. Ich glaube, in der ersten Halbzeit 2, in der zweiten Halbzeit 3. Nee, da kann man nicht vom Pech reden. Dann hat er Dreieich Pech gehabt. Da muss man einfach, ganz klar so sehen. Für die nächsten Spiele, was nimmst du mit? Weil es geht ja weiter gegen schwere Gegner. Für die nächsten Spiele, ja. Wir müssen einfach versuchen, einfach durch härtere Spielweise, die müssen die Zweikämpfe annehmen, wir müssen durch kämpferische und durch eine kämpferische Art müssen wir einfach versuchen, da unten rauszukommen. Und das müssen wir jetzt einfach versuchen. Auf jeden Fall, dass der Einsatz ab der ersten Minute passen muss. Gegen jeden Gegner. Hier kann jeder gegen jeden gewinnen. So eine krasse Liga ist unglaublich. Und deshalb abhaken, weitermachen. Der Winter kommt bald, jetzt wird es ekelhaft.